Nächster Halt, Westerland auf Sylt. Westerland. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Exe! Oh Exe, komm mal her! Ja, was ist? Exe, Exe, komm hier, Mama! Mach mal Mund auf, So, und jetzt, pass auf, jetzt stecke ich hier oben da rein mit dem Schraubenzieher und jetzt mache ich zack und alles rein und und schmeckt? Ja, das haut richtig rein, so eine Patrone erstmal zum Frühstück oder Bier. So, da sind wir. Warst hier schon mal? Nö. Wie soll ich denn hier hinkommen? Ja, naja, ach so. Ja, stimmt. Klar, jetzt geht's, ne? Jetzt mit dem 9-Euro-Ticket ist stehen die Welt offen, Exel. Ja, Schmitty, hier bin ich. Hä? Guck mal, hier Geldi, ey. Oh, Geldi ist auch schon da. Ey, sag mal, jetzt bin ich hier vom Autozug gekommen. Ja? Und der kostet nicht 9 Euro. Der ist nicht mit drin. Warum bist du denn? Da habe ich jetzt 120 Euro nachgezahlt. Sag mal, wir sind jetzt hier. Wir haben uns verabredet, dass wir nach Sylt fahren. Mit dem Zug, ja, mit den anderen. Ich bin mit dem 9-Euro-Ticket und wollen hier mal ein bisschen Spaß haben und Randale. Mal ein bisschen Randale machen. Wir ist ja richtig. Aber ich bin mit dem Auto hierher gefahren. Das waren 7 Kilometer. Ich habe immer nur für 9 Euro getankt. Super Plus. Da bin ich immer 2 Kilometer. Mach mal hier noch einen auf. Ja, ja, pass auf. Und jetzt hier, komm mal, Geldi, mach mal Mund auf. Nee, ich meine nicht. Ist mir zu früh. Ist mir zu früh jetzt für so einen Dosen. Geldi, Geldi, Geldi. Na, okay, eins. Na, so, und hier die Schraubenzieher rein und bang! Und bam! Ah, da komm. Ah, so, jetzt ist gut. Jetzt ist ein bisschen was hier. Habe ich jetzt alles auf dem Hemd, Mensch. Ja, das ist schön ins T-Shirt reingelaufen. Dann riechst du auch wie ich habe mir extra den Hund von der Nachbarin geliehen. Den habe ich angepisst, damit der auch eklig riecht. Und den können wir jetzt auch hinnehmen als Punker. Alles gut. Wo geht man jetzt Punker, hier eigentlich hin? Weil so kriegen wir Geld. Weil ich habe Hunger mitgebracht und ich wollte, dass wir gleich mal da hinten bei Gosch so ein Krabbenbrötchen. Wir sind ja an der Nordsee. Wir sind auf Sylt, Leute. Da gibt es so richtig Nordsee-Krabbenbrötchen. Und ich habe den Hund, der sieht ganz erbärmlich aus. Dem können wir noch sowas aus dem Fell schneiden. Der riecht nach Piss. Wir gießen noch ein Bier drüber und dann haben die Leute Mitleid und geben uns vielleicht 100 Euro, dass wir da drei Fische essen können. Du bist Punk, du hörst Ärzte, wir gehen doch nicht zu Gosch. Ach so, wie geht das? Du hörst das komplett falsch. Wir gehen da vorne an den Brunnen und dann gehen wir baden, ey. Wir wollen das System sprengen hier. Nein, aber ich habe uns extra im Budasand eingebaut. Das ist oben. Quatsch, Randale. Schmidti will ein paar Hecken anzünden. Wie, aber... Und wir gehen jetzt nicht mal in die Nordsee. Wir sind, nee. Guck mal, wir sind jetzt 100 Meter vom Bahnhof. Schmidti, zeig mal dein Sturmfeuerzeug, mit dem du die Hecken anzünden wolltest. Guck mal hier, den Rasenroboter, den drehe ich jetzt mal um. Nein, das kannst du nicht machen. Doch, den drehe ich jetzt mal um. Komm weg, Hexe. Und was, also, ja gut, was machen wir jetzt? Also, ja, jetzt nehmen wir uns erstmal einen Einkaufswagen und fahren und hauen den immer gegen die Wand da hinten. Ey, du setzt dich aber da mal rein und wir fahren da mal gegen die aber Wand. Aber pass auf, dass so nichts kaputt geht. Ey, sag mal, Jakob, jetzt mal eine Sache, wir müssen mal was besprechen jetzt. Ja. Ne? Wir hatten uns einmal im Leben vorgenommen, dass wir nochmal die Energie zurück in unser Leben lassen. Mal so ein bisschen mal out of the box denken. Wir wollten hier mit unseren, jetzt hör mal eben zu, wir wollen jetzt einmal mit den anderen Packen einmal hier Sylt aufmischen und zeigen, dass die alten Wölfe noch heulen können. Ach so. Und jetzt kommst du hier an, fährst hier, ich sag's jetzt, wie es ist, mit dem Porsche her. Du hast eine Stecknadel dabei. Aber hier, guck mal, ich habe eine Schalke-Mütze. Ich habe extra eine Schalke-Mütze. Was hat denn das mit Punk zu tun? Ja, aber das habe ich gesehen in solchen Umfragen. Da war so ein ganz super lieber Assi und der hatte so eine Schalke-Mütze. Und er hat gesagt, wir wären hier gar nicht hingekommen, wenn die das nicht geschrieben hätten. Oh Mann, ey, irgendwie hast du das alles missverstanden. Mir tut der Kopf weh, weil hier alles so bürgerlich ist. Euer bürgerliches Geschwätz, euer scheiß Bourgeoisie, ey. Also, fuck the system! Also, was ich anbieten könnte, guck mal, da vorne seht ihr die Strandmuscheln. Also, ich würde anbieten, dass ich da rein scheiße jetzt. Oh, das ist aber ein Anfang. Das ist aber ein Anfang, oder? Okay, das sehe ich als Zeichen des Zusammenarbeits. Okay, also ihr müsst mich anfeuern und ich scheiße jetzt rein. Ey. Okay, das machen wir jetzt. Geldi, Howard Carpenter, 17 Uhr. Ja. Da kann ich nicht rein scheißen, das geht nicht. Wieso das denn nicht? Na, wenn der Howard Carpenter da auftritt, dann kannst du dann die Strandmusche scheißen, das geht ja nicht. Ja, meinst du, Howard Carpenter, der ist schon neben, also der hat, ist na, schon komm, am Schwein. Der gehört auch zum Schwein. Ja. Geldi. Ihr auf, Ralfi, ihr kommt jetzt mal. Geldi. Es geht nicht.
Wieso geht das jetzt nicht? Ja. Geht nicht. Ich hab Porridge gefrühstückt. Okay, dann, okay, ich mach dir jetzt ein Angebot. Du kriegst jetzt einen sehr guten doppelten Espresso. Oh, das ist gut. Und danach will ich Taten sehen. Und wenn du das hier erledigt hast und Howard Carpendale den Auftritt vermiest hast, dann können wir richtig loslegen. Und dann geht's direkt weiter nach Kampen. Und da gucken wir mal, dass das hier, er hat einen ganzen Rucksack voll mit Pflastersteinen aus Friedrichshain dabei und die schmeißen wir dann da irgendwo an den Strand. Kann er wenigstens den Tornado machen da mit seinen Espressi? Na, ich mal, ich habe hier noch so ein paar alte Sancerre-Flaschen, aus denen können wir Molotow-Cocktails machen. Geh mal durch. Ein richtiger Punk sind Sie aber auch nicht, oder? Wie, kein echter Punk? Wer sind Sie denn, junger Mann? Sie haben sich ja nicht mal mit Namen vorgestellt. Ich habe schlechte Laune. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn du jetzt wirklich hier einen Haufen machst, dann sind wir wieder Freunde. Aber bis dahin... Ich glaube, wir müssen uns aufteilen. Dass ihr jetzt hier bleibt und Schmitty kann dann noch was anzünden. Ich zünd was an. Und ich warte im Hotel. Du hast ein Hotel gebucht? Ja, hab ich doch erzählt, das Bruder, das ist so ein... ich hab auch immer eine Massage. Die Baywatch Berlin Summer Breeze geht wieder los und da ist es doch auch in Ordnung, wenn man hier in eine etwas entspanntere Folge startet. Absolut, ja. Wir sind nämlich ein bisschen müde, aber ist ja egal, oder? Das ist doch so die ersten Tage Sommer. Im Urlaub. Ja. Die sind ja auch meistens so kurz vor der Ohnmacht, dass man da so sitzt und das Gefühl hat, man hat stark Kreislauf und man muss jetzt erstmal so richtig runterfahren. Das ist der Moment, wo du immer da wie so ein T-Shirt, was vom Wind so in den Pool geweht wurde, bist du ja immer so drei, vier Tage dann erstmal, bis du richtig durchgefeuchtet bist du dann ja erstmal da, saugst praktisch dadurch neue Lebenskraft aus und danach geht eigentlich erst der Urlaub los bei dir, ne? Und so ist das ja bei vielen Leuten und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn wir hier das machen, was die Formulierung ist von meiner Oma, die gesagt hat, wenn Leute also sehr faul sind, dann würden die sich den Arsch platt sitzen. Und ich glaube, das machen wir jetzt. Das machen wir praktisch akustisch jetzt. Ne? Den Arsch platt sitzen. Oh, herrlich. Ja, sehr gut. Das waren auch anstrengende Chaos-Tage da auf Sylt, ne? Die wir verbracht haben. Ja, eindeutig. Ja, du hast da richtig. Also dir kann man gar nichts vorwerfen. Ja, die Gesellschaft hätte sich gewünscht, ich hätte weiter Elden Ring gespielt. Das stimmt. Aber ich finde es schön, dass wir, also ich finde, da muss auch mal so der Druck raus aus so Gag-Podcast, oder? Vielleicht, Klaas, aber du hast ja auch gestern ein bisschen den Druck rausgelassen. Da sitzen wir, mir nichts, dir nichts in einem herrlichen Biergarten mit dem gesamten Late Night Berlin Team. Mhm. Und Klaas hatte vorher noch eine seriöse Termine, weil Klaas hat ja eine vielschichtige prominente Persönlichkeit. Mhm. Gibt's einmal die Schmuddelsendung Late Night Berlin und dann gibt's die feinen Produktionen von Weltautoren, von großen Bestsellern im feinen ZDF, internationale Produktionen. Die müssen natürlich aber auch mal beworben werden. Und während so der Schmuddeltrupp da im Biergarten verlaust sitzt und praktisch auf eine Staffel Baywatch Berlin anstößt, kommt auf einmal Klaas auf Umlauf dazu und hat nochmal den Party-Torpedo richtig gezündet. Ja. Gestern? Ja, gestern. Ja, also gestern. Jetzt, also ich sag mal so bis 23:30. Saß du so lange noch? Ja, oder 23:00 oder so. Also der Party-Torpedo war schnell und kurz, aber... Aber ich muss das kurz beschreiben. Also wir sitzen da, die Runde war lustig, wir waren vorher Bowling spielen, wir haben geplaudert. Wir hatten folgende neue Regel, kann ich nur empfehlen für viele Bürohengstinnen und Hengste da draußen, wenn man sich im Team mal so ein bisschen besser kennenlernen will. Wir haben immer alle 15 Minuten, mit Wecker, haben wir geschrien Mingel, Mingel, was ja so englisch ist für so man kommt so ins Gespräch, man mingelt so ein bisschen, man hängt so ein bisschen ab, haben wir Mingel, Mingel geschrien und da mussten alle sich umsetzen. Das heißt, man hatte immer 15-minütige Power-Talks und dann wieder umgesetzt, war Fantastico. Also da war wirklich alles dabei, von was man für ein Verhältnis zu Suppe hat, bis hin zu welchem Job würde man machen, wenn man morgen arbeitslos wäre. Also war wirklich interessant, wie man seine Kollegen dann nochmal kennengelernt hat. Und auf einmal steht Klaas-Hofer Umlauf in meinem Rücken und sagt, jetzt geht's hier richtig rund. Und dann habe ich gesagt, Mensch Klaas, aber es ist so, der Deckel, der ist jetzt... leer gesoffen. Es kommt aber irgendwann, man muss ja, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen von Florida irgendwo bist, dann musst du dem einfach ein natürliches Ende setzen, sonst wirklich werden dem Wirt die Haare vom Kopf gesoffen. Ne? Ja. Und da ist deswegen einfach das sogenannte Geld irgendwann alle. Das ist leer gesoffen. Und dann gesagt, Klaas, leider, wir sind eigentlich fast im Gehen. Das Geld ist leer gesoffen. Und dann hat Klaas kurz in den Himmel geguckt und nachgedacht und hat das einzig Richtige getan, hat mehr Geld
reingepackt. Da hat einmal die Kreditkarte kurz gerattert und dann war wieder gute Stimmung. Und dann gab es einen Riesenapplaus. Ja. Den ganzen Biergarten. Der gab Applaus. Und da hat noch einer so von einem anderen Tisch, von einem anderen Büro, hat gesagt, wir auch. Er sagt, nein, du nicht. Ja, ich muss ja, ja irgendwo eine Grenze ziehen. Und dann ging es nochmal richtig. Also es ist wie so eine Welle ging der Euphorie, ging dann nochmal los. Ja, ich habe da, genau, ich habe da einfach so ein bisschen nochmal die zweite Stufe gezündet. Ja, und es ist zum ersten Mal im Leben passiert, dass Klaas besser drauf war als ich und noch partyaffiner, ja, und dass ich mich wirklich in seinem Rücken rausgeschlichen habe. Was? Weil ich wusste, Klaas ist so angezogen. Er wird einfach nicht akzeptieren, dass ich gehen möchte. Um 22 Uhr. Ja, früh. Ja, der früh. War, ja, ja. Das war alles ganz enttäuschend. Ja. Ja. Und wer war am längsten? Hat man weiß da ich, schon es waren schon noch viele da, ne? Ja, ich bin dann auch irgendwann ich gegangen. Ich habe gehört, bis 0 Uhr oder halb 1 ging's. Ja, da also ging es um 16 Uhr los, muss man sagen. Ja, da war ich schon weg. Warst du schon weg. Ja, aber genau, so aber war's. Konntest du die beiden Welten noch vereinen? Ja, so ein bisschen habe ich die noch probiert. Ja. Also sie waren aber in unterschiedlichen Phasen. Also ich habe probiert, die alle zu vermischen, weil das dann für mich einfacher gewesen. Da muss ich mir hin und her laufen. Ja. Ja, hat so mittelgut geklappt. Mittelgut, ne? Aber egal. Aber es lag nicht an Team Florida, muss nein, man sagen. Überhaupt nicht. Nein. Es lag an gar keinem Team. Das aber war alles soweit in Ordnung. Ich bin heute Morgen aufgewacht und da habe ich auch die Meldung gesehen, dass du da, hier, da war ja irgendwie so eine Vorpremiere von Der Schwarm. Der Schwarm. Frank Schätzings Romanverfilmung. Ja. Das dickste und fetteste, was Deutschland hier hervorgebracht hat im Kino oder im Fernsehen. Mhm. Ultra teuer, Riesenproduktion, ultra aufwendig, jede Folge kostet das Doppelte von einer Babylon-Berlin-Folge. Und du, Klausi, du spielst damit. Du spielst damit. Ja, aber du hast aber, jetzt kaum was erzählt davon. Wie war das denn überhaupt? Das wo war habt doch gedreht? Das, wo was du letztes Jahr immer bei den Italienern da abgehangen bist. Ne? Genau. Ja, das ich war aber unnötig lange da, weil das so schön war. Ja. Ne, weil ich ja auch viel private Zeit da verbracht habe. Ne, ich habe da, ich spiele da mit, aber halt natürlich also klein und so am Rande. Ja. Da gibt es also eine Menge Leute, die da mehr zu tun haben als ich. Und ich durfte da so, ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, ich habe es bei der Hör zu gewonnen. Dass ich so mal gucken kann, wie das so ist beim richtigen. Probiert nicht im Weg zu stehen und keine dummen Fragen zu stellen. Aber ich meine, wir begehen vielleicht jetzt den Fehler, dass wir Fragen stellen, die man noch nicht beantworten darf. Ja. Dann kannst du ja vielleicht einfach ein Geräusch, dann drückst du diesen Knopf bitte, dann kommt ein Geräusch. Ja. Also, erste Frage: Was für eine Rolle spielst du? Ich spiele da so einen Bootstechniker. Also so ein U-Boot-Techniker, den Chef der Technikabteilung dort. Also wie ein Bootshausmeister praktisch. Ja, das ist ja schon, also das klingt weniger spektakulär, als wie ich mir nein, das vorstelle. Nein, du kennst schon alle Maschinen. Es gibt so HOVs, Human Occupied Vehicles. Das sind tatsächlich, die gibt es wirklich. Da war auch gestern eine Beraterin, die also Tiefseeforscherin ist und Leiterin eines Instituts. Und das war total interessant, mit ihr zu sprechen, weil es diese HOVs, also diese U-Boote, mit dem man dann 3.000-4.000 Meter tief taucht, die es halt wirklich gibt. Ja. Und mich interessiert es natürlich wahnsinnig. Und dann habe ich sie gestern auch gefragt, gesagt, wenn man dann da wirklich, so wie ich in der Serie, aber sie ja nun in echt, 4.000 Meter tief getaucht ist und da unten schaut, kommt es dann auch schon mal vor, dass einem da irgendwas vor die Linse kommt, was man noch gar nicht kennt? Und da hat sie ja so laut gelacht und gesagt, wie kommt das vor? Wir haben 1% der Tiefsee überhaupt erst erforscht. Da schwimmt dir jedes Mal irgendwas vom U-Boot entlang, wo keiner weiß, was das ist. Boah, ist können wir da mitfahren? Genau, können wir da mal mittauchen für Summer Priest? Ja, weil du wolltest doch zur Polizei, also auch nochmal ein Update geben, ja, und dass Schmidti und ich in so eine Kapsel dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie bestimmt mal also möglich ist, dass man sowas mal macht. Das ist natürlich jetzt auch für solche Forscher jetzt nicht Alltag, dass man so einfach so da mal, das kostet bestimmt Geld und ist irgendwie was Besonderes. Ich hätte große Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, selbst wenn man dann in so einer Kugel da sitzt, die ja im Prinzip sehr sicher ist. Ist die selbst gebaut von? Von einem arbeitslosen Chinesen? Nee. In der Freizeit, so wie das U-Boot, mit dem wir schon mal versunken sind. Sind da Forscher im Hintergrund? Ja, ist klar. Ingenieurkunst? Das ist alles richtig, aber man vergisst jetzt bei der Erzählung vielleicht, dass ich da ja nur so getan habe, als wäre ich so. Das wollte ich gerade fragen, weil Ewan McGregor hat bei Late Night Berlin erzählt, dass er bei einem Star Wars Dreh hat sich ins Raumschiff gesetzt und dann hat er so darauf gewartet, dass George Lucas, der Regisseur, ihm jetzt sagt, was man wie macht, um auch so einen Start hinzukriegen, dass das irgendwie so technisch unterfüttert ist. Und er hat einfach gesagt, ja, du drückst da irgendwelche Knöpfe und dann geht's los. Und hat er so selber, also er hat praktisch entschieden, welche Knöpfe man zieht und drückt, so damit das fliegt. Und war das bei dir auch so? Ja, das war genauso, ja genau. Das ist ja, es gab keine Einweisung? Doch, es gibt auch eine Einweisung, aber es ist natürlich kein echtes, es ist nachempfunden und es gibt Production Designer, die also zusehen, dass das alles so aussieht, wie man sich das so vorstellt.
Aber es hat ja nicht die Notwendigkeit, dass es jetzt exakt dasselbe ist. Und dann sind hier so ein paar Knöpfe und wenn ich da drauf drücke, geht hier ein Licht an. Und wenn ich da drauf drücke, da blinkt es ein bisschen, da piept es ein bisschen. Und da muss man sich vor allen Dingen immer merken, in welcher Reihenfolge man die Sachen gemacht hat. Also ich weiß schon genau, wie ich, da gab es glaube ich 6 verschiedene Lichtschalter, wie man außen und innen das Licht anschalten kann, so bevor es losgeht, dass man so eine Art Check macht, wie man es auch im Flugzeug machen würde als Kapitän. Man so eine kleine Liste und die geht man durch und muss dann so alles so einstellen. Und man stellt sich so vor, wie würde das aussehen? Und so habe ich das dann gemacht. Aber das war so ein Modell, das hing dann im Studio rum, vor Greenscreen, oder? Auch, ja. Also, nee, nicht vor Greenscreen. Es gibt so eine andere Technik mit so Referenzpunkten, die dann da irgendwie gemacht werden. Aber es wurde auch tatsächlich echt ins Wasser gelassen, aber nur so ein paar Meter. Und dann wird es natürlich kombiniert mit VFX-Schüssen. In diesen, am Ende sind es glaube ich 8 Folgen, gibt es jetzt die magische Grenze von 1000 VFX-Schüssen, die gemacht werden, was verhältnismäßig viel ist. Was aber das Thema eben auch hergibt. Also wer das kennt, das Buch heißt Der Schwarm ist 2005 rausgekommen, galt lange als nicht verfilmbar, wurde jetzt natürlich durch die Drehbuchadaption so ein bisschen modernisiert. Und da geht es eben darum, dass auf einmal irgendetwas im Meer passiert, was erstmal so niemand versteht. Es hat alles so einen wissenschaftlichen, auch tatsächlichen echten Hintergrund. Also da gibt es einige Vorkommnisse, die auch in der echten Welt beobachtet wurden, aber was dann daraus folgert, die Konsequenzen daraus, da fängt dann natürlich irgendwann die Science Fiction an, aber es ist deutlich weniger Science Fiction, als man denkt, wenn man sich das Buch durchliest oder wenn man sich das Ganze anschaut, weil es schon Dinge sind, die Forscher und Forscherinnen auf der ganzen Welt in den letzten 20 Jahren beobachtet haben. Was sich dann daraus ergibt, ist natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, das merkt man dann auch im Buch und auch später in der Serie, irgendwann dann natürlich weitergedacht. Aber kann als Parabel verstanden werden auf eine Reaktion, sage ich jetzt mal im allerweitesten, des Planeten auf das, was man so macht. Auf Klimawandel und Co. Zum Beispiel, ja. Also das ist ja ein Thema, was uns länger beschäftigt, als wir das wissen. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen mehr zum Glück im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als das Buch 2005 erschien, war das natürlich für eine gewisse Gruppe von Menschen auch sichtbar und spürbar, aber sicher nicht im Zentrum des öffentlichen Interesses in dieser Hinsicht. Wenn man sich das jetzt anschaut, kann man es natürlich noch etwas mehr daraufhin verstehen und vielleicht auch so ein bisschen als ja, Denkanstoß weiterdenken. Wie unterscheiden sich die Drehs, die du da gemacht hast, von unseren? Ja. Vor allem den von Late Night Berlin. Genau. Also zum Beispiel neulich warst du ja mit unserem Kollegen Max auf einer Hundewiese. Genau. Und der hatte zum einen die Hundearschlöcher bestaunt, aber auch... Ja, das war wahnsinnig witzig. Er hat die Hunde trainiert, obwohl er auch Angst hat vor Hunden. Das war so, er als Hundeprofi. Das war einer der witzigsten Tage der letzten Wochen. Und würdest du sagen, vom Level der Professionalität, also wer hat da so ein Stück weit das Schnäuzchen vorne? Es geht um ganz andere Talente, die man da an den Tag legen muss. Das ist wirklich unvergleichbar. Das ist eine ganz andere Skala, auf der man das bewertet. Auf meiner persönlichen, das hat mir Spaß gemacht, Skala, war das mindestens, also es hatte 9 von 10 okay, möglichen Kackwürsten. Mit Basti und Max da, der Tag, als Max so getan hat, als wäre er Hundetrainer, obwohl er eigentlich also Angst hat vor Hunden. Ja. Und ich konnte dann schön da, das sind sowieso die besten Drehs, wo ich vor Monitoren sitze, irgendwo in einem Auto und dann über so ein Funkgerät dann mit den Leuten reden kann, das liebe ich am allermeisten. Ja. Da hat man also nur die Vorteile eines solchen Drehs. Man schämt sich nicht so sehr, weil man also versteckt ist und man kann aber trotzdem alles sagen, was man sagen will. Ich liebe das. Ja, und das ist also unvergleichbar und das andere macht mir natürlich Spaß. Also ich bin dann, gucke mir das dann da so an, so wie das wahrscheinlich jeder auch der Zuhörerinnen und Zuhörern so hätte. Ja. Ich gucke mir das an, bin dann einfach so begeistert auch von dem Talent der Menschen dann da, ne? Wenn dann da einer da so eine Kulisse baut oder so eine Sachen macht oder so. Also es ist schon interessant zu sehen, wie das alles funktioniert. Und da habe ich gestern, gab es so den ersten Trailer, also da war jetzt keine richtige Preview, weil es dauert wirklich noch 9 Monate, bis das kommt. Kommt erst nächstes Jahr, ne? Kommt erst nächstes Jahr. Aber es gibt da so ein paar Bilder und natürlich, wenn da dann so ein Wal am Strand liegt, dann lag der da nicht wirklich. Mhm. Und man sieht es aber nicht. Oder es gibt so eine Krabben, das sind also mit, verrät man nicht zu viel, das sind mutierte Krabben, die am Ende so weiß sind und keine Augen haben. Schmecken und so. Die gut? Schmecken wahnsinnig gut, gibt es beim Gosch bald. Das sollte man nicht essen, weil die Leute da alle tot umfallen und Blut spucken. Aber das sind alles Dinge, die man erstmal sich ausdenken muss. Ja. Und total interessant. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben es geschafft, 11 verschiedene Länder in Italien zu drehen. Also zum Beispiel Kanada wurde gedreht und Peru wurde gedreht in Italien. Und man sieht es nicht. Das ist wirklich irre. Das ist echt irre. Ja. Und hast du auch Frank Schätzing himself kennengelernt? Nee, der hat die Freck.
Ah, echt? Konnte nicht kommen gestern. Okay, also hat keine passende Lederjacke für den Anlass. Nee, das ist, da sind ihm hinten die Swarovski-Steine abgefallen, deswegen wollte er nicht los. Okay, ja, schade. Liebe Grüße an Frank Schätzing. Ja, da stand da nicht mehr Hauptstadtrocker, sondern nur noch Ocker. Das ging natürlich das nicht. Das ging ja nicht. Das geht nicht, ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Natur uns nicht immer freundlich gesinnt ist. Am Wochenende habe ich das gemerkt. Hat der Planet zurückgeschlagen? Der hat zurückgeschlagen. Bei dir? Ja. Wirklich ganz ähnlich wie in der Schwarm. Jetzt mal kein Scheiß. Wirklich ganz ähnlich. Ich komme zu meinem Bötchen, ne? Ich dachte, es ist jetzt mal die Zeit, ich kann jetzt mal wieder rausfahren. Mhm. So ein bisschen an den See fahren, da mal reinspringen und merken, dass es viel zu kalt ist, Wasser. Und das habe ich mir vorgenommen. Und dann gehe ich dahin, das erste Mal Saisoneröffnung sozusagen. Und da hat die Natur zurückgeschlagen. Nämlich auf meiner Schiffsplane, also Bootsplane, lag ein riesiger Fisch, ein Karpfen, irgendwas. So einen halben Meter lang, lag da drauf was hat er gesagt? Garniert mit ein paar Fliegen. War das ein Zeichen von der Mafia? Ja, pass auf. Und da ist so die Leichensuppe. Der war tot, der ist so rausgeflatscht und die wurde auch schon so dick. Und jetzt kommt das Tolle, das hat sich dann, weil das nicht abgelaufen ist, hat sich durch die Plane gedrückt auf die Polster von meinem Bötchen drauf. Nein. Ich habe die Plane aufgemacht und ich schwöre euch, Leute, ich hab also es war praktisch wie so ein Kaffeefilter, stelle ich mir vor, weil die Plane und nur das Extrakt von seiner Supergleichigkeit ist in dein Boot reingegangen. Oder musst du das jetzt wegschmeißen, das Boot? Ich wollte das Boot einfach... Das musst du verbrennen, Schmidt. Ich wollte es anzünden. Das ist im Arsch. Das muss ich weg. Ich kenne einen, der wirklich sein Auto verkauft hat, weil der einen Fisch im Kofferraum vergessen hat vom Wochenmarkt. Nein, Schmidt, das muss ich dir wirklich sagen. Das muss weg, das Boot. Das war schön für ein Jahr, aber das ist im Arsch. Das kannst du nichts machen. Ja, ja. Du das fährst du jetzt einfach in die Mitte da vom Wasser, weißt du, die anderen Rumpelboote sind. Dann sagst du noch einmal Tschüssikowski, Feuerzeug rein und tschüss. So macht man das in Berlin. Ich schwöre, ich hatte es kurz überlegt. Verstehe ich, Schmidt. Aber ich habe mich dann doch entschieden. Es waren 28 Grad oder 30 Grad. Ja, umso schlimmer. Also, ich hatte der Fisch komplett reingebrannt. So richtig. Da musste ich den mit ihm. Da gibt es ja so einen Stab, mit dem man sich da an Land ziehen kann. Ach, und so. dieser Haken. Mit dem habe ich mich mit dem Haken dann so diesen Fisch da runter. Und dann hat er noch so ein bisschen da dran geklebt. Und dann habe ich die Plane raufgemacht und dann sehe ich diese quasi nochmal einen Abdruck von dem Fisch unten auf dem Polster. Aber was ist genau passiert? War es ein Hecht-Nado? Nee, ich habe dann in meiner Panik, immer wenn ich Panik kriege, rufe ich Arne an. Der erklärt mir dann die Welt. Ja. So, unseren Kollegen hier. Unser lieber hochgeschätzter Kollege. Ja, dann habe ich gefragt, wie kommt dieser beschissene Fisch auf mein Boot? Ne? Mhm. Dann hat er wahrscheinlich das einzige Richtige, der hat gesagt, der hat dir eine Möwe was da gelassen. Also es schafft eine Möwe, so einen Kavenzmann überhaupt in die Lüfte zu kriegen. Ich weiß nicht. Oder einer von denen. Nein, du hast Feinde, Schmidti, das ist völlig klar. Ja. Es ist völlig klar. Du bist, die hassen dich da. Ja, das war ja das Mafia-Symbol. Exakt. So ein toten Fisch. Also gerne mal normale, Pferdekopf, also, aber ja, Pferdekopf laut dem Paten. Liegt dann im Bett. Aber so ein toten Fisch im Briefkasten. Ja. Das heißt also, ist Ungemach. Also ist natürlich auch ein bisschen kompliziert, dass sie sich einfach ins Knie schießen, sondern erst da so einen Fisch holen, irgendwie im Supermarkt, den da rauflegen und und abwarten. Aber man muss jetzt aufpassen, weil, also jetzt ernsthaft mal, bin jetzt wirklich besorgt. Also, wir sind besorgt. Hast du denn mit irgendwem jetzt Stress? Weil ich habe keine Lust, dass die nächste Eskalationsstufe nun die Betonschuhe sind und du dir dann die Spree mal von unten anguckst. Ja. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich gut benommen eigentlich das letzte. Das stimmt. Du hast aber hast du vielleicht eine andere Wasserpersönlichkeit? Ja. Weißt du, dass du da so ein Renegade bist und die ganze Zeit da irgendwie so nackig und dann machst du so Rockerzeichen und bist so die ganze Zeit so Renegade wie so ein Südstaatler auf dem Wasser, weißt du? So wie Kid Rock stelle ich es mir so ein bisschen vor. Ich bin nur auf dem Land, bin ich in ganz vielen Rollen. Vom Echsenmann, vom Elden Ringmann, auf See bin ich ich selbst. Okay, verstehe. Aber was ich dir noch erzählen wollte, Jakob, ne? Ja. Dann habe ich ja diese Plane, ich wollte ja unbedingt rausfahren. Ja. Und dann habe ich noch, ich hatte kein, da gab es keinen Gartenschlauch, also kein Fließendwasser. Ja, also, ja. Da hatte ich so Feuchttücher, original 4 Stück. Und dann habe ich versucht, von dieser Plane dieses Siffkruste da noch wegzumachen. Wirklich andauernd gekotzt dabei fast. Ja, verstehe. Immer so. Ne? Und dann, wohin mit der Plane? Die muss ja ab, damit man fahren kann. Ja. Mhm. Und der Steg ist halt so dünn, da passt er nicht drauf, fliegt weg. Und dann habe ich diese Plane so eingerollt und habe die hinten in den quasi Kofferraum vom Boot gelegt. Oh nein. Mhm. Ja, aber da kommt doch da jetzt der Gestank raus. Und da habe ich da später nochmal so das Näschen reingehalten. Ah!
Aber da muss jetzt auch passieren. Warum hast du das denn gemacht, Schmidt? Das war gar nicht schlau. Es ging nicht anders. Nein, das ist so. Du musst dann irgendwann, ich will dir mal eine... Bei Gestank ist aber aus dem Augen, aus dem Sinn nicht möglich. Ich möchte dir eine Fabel erzählen, aus der du dann vielleicht... Oh, das wird gut. Also, es war einmal eine Wohngemeinschaft. Und diese Wohngemeinschaft hat einen neuen Kühlschrank gekauft. Und diese Wohngemeinschaft hat den alten Kühlschrank aber auch noch gehabt. Und der war noch voll, also zum Beispiel das Gefrierfach. Und da drin waren zum Beispiel sowas wie Fischstäbchen und so Sachen. Und dann haben wir, ich springe jetzt mal in die echte Erzählung. Ins lyrische Wir. Dann haben wir also den Kühlschrank einfach in so eine Abstellkammer reingemacht und haben da nicht mehr drüber nachgedacht und haben das ignoriert. Ja. Aber ich sage dir, irgendwann muss man mit dem Kühlschrank dann doch nochmal was machen. Und ich hatte richtig Angst vor diesem Kühlschrank irgendwann. Wir haben den auch nur noch den Reaktor genannt, weil wir nicht wussten, was da drin ist. Und es war wirklich so, dass ich dann irgendwann, und so wird es dir mit dem Kofferraum deines Boots auch gehen, man traut sich nicht mehr, es aufzumachen, weil man das Gefühl hat, irgendwas hält von innen die Tür zu. Du musst auch Angst haben, dass das Heck, weiß nicht, ob so heiß beim Boot, dass das abfällt oder so, weil das so gammelig und versifft, das geht nicht. Du musst das da rausholen, Schmidt. Ich hab's rausgeholt. Ich kann uns nicht wieder mit dir Boot fahren. Nein, und dann hat die Natur mir wieder die Hand gereicht, nämlich, ich habe das dann draufgespannt. Und dann kam ein Platzregen vom Himmel. Und Gott, zwei Stunden habe ich so gesehen, wie irgendwie der Regen auf dieses Plane. Und jetzt war ich gestern tatsächlich nochmal da, habe so kurz die Plane hochgemacht, wollte mal so riechen, einwandfrei. Echt? Neu wieder. Ohne Fibres oder sowas. Ja, das ist der Duftbaum des Lebens. Das heißt, ich hätte den alten Grill gar nicht wegschmeißen müssen, weil der so gestunken hat, sondern einfach auf den nächsten Regen warten. Nee, aber seid ihr auch so Typen, die lieber auch mal, also die auch mal ehrlicherweise, auch wenn es nicht gut ist und so, aber auch mal was wegschmeißen, statt sauber zu machen? Ja, klar. Ja, aber ich kaufe dafür mal so CO2-Zertifikate, wenn ich das mache. Richtig. Ja. Ist richtig. Na, ich schmeiß alles, was nicht, das kommt direkt weg. Ich habe keine Frustrationstoleranz. Wenn das nicht geht, dann kommt das weg. Und es gibt auch Sachen, da wünsche ich mir, dass die mal jetzt so kaputt gehen, damit die einfach mal weg können. Was? Ja, auch so Schuhe, wenn ich das Gefühl, die sind jetzt auch so müh zu dreckig, weg. Könnte man einfach sauber machen, ne? Ich denke, die gibt man immer Benny. So ist das. Nee, ist das doch die Florida-Regel. Nein, das macht man, wenn man seinen Teller nicht aufschafft. Das auch. Wenn man nicht den Teller aufessen kann, dann gibt man das Benny. Aber das heißt, die Plane ist jetzt wieder tutti. Alles es stinkt tip-top. Nicht mehr. Alles tip. Dein Boot riecht nicht Gott mehr. Gott sei Dank habe ich es nicht angezündet. Ja. Ja, in so einem, genau, in so einer Übersprungshandlung. Ja. Einfach überreagiert. Aber also ich muss sagen, was ich schon nicht gekonnt hätte, ist allein mit diesem Stab in diesen aufgeblähten Fisch so reinzustuken, um den so abzufriemeln. Das hätte ich mir schon nicht zugetraut. Mhm. Weißt du, weil du fühlst ja über den Stab trotzdem im Widerstand von dem Ding. Aber ich habe gestern eine Sache auch gedacht, bei dieser Schwarmsache. Da gibt es ja dann also da etwas, was sich da formiert in der Tiefsee und was letztendlich dafür sorgt, dass die Weltmeere nicht mehr zu befahren sind, sage ich jetzt mal so. Und das ist also feindselig erstmal. Und dann stehe ich also bei dieser, das war hier auch so am Wasser, ne, diese Präsentation, und dann war ich da auf der Toilette und dann sah man so dann habe ich so rausgeguckt aus dem Fenster auf die Spree und dachte so, also der Spree würde ich zutrauen, den Kampf aufzunehmen mit den Viechern. Das glaube ich auch. Ne? Weil ich glaube, hier würde welche auch immer sich formierende Unterwasserintelligenz, egal wie kraftvoll, in der Spree hätte sie ihren Meister gefunden. Das ist aber auch so, werden in Berlin Batterien gemacht. Also man nimmt einfach so ein bisschen Metall, macht da Spreewasser rein, dreht das zusammen und dann ist es eine Batterie. Genau. Das ist wirklich ein ganz wundersames Wasser. Naja, das ist dieser dreieugige Fisch, den man kennt von den Simpsons. Ja. Den habe ich schon mehrmals in echt hier gesehen. Meint ihr, das Vieh wollte einfach nicht mehr im Wasser sein und ist auf mein Boot gesprungen? Das kann auch sein, Es gibt fliegende Fische. Weil es aber keinen Lebensraum mehr darstellt. Genau. Und sag mal, wie hast du den armen Racker, der den armen Teufel beerdigt? Ich habe ihn ins Wasser gekickt da mit dem Haken da. Oh, okay. Das ist doch richtig so. Da bin ich mit dem Motorboot drüber gefahren. Ja, so macht man das. Fischbollo. Fischbollo einmal anders. Das ist doch okay. Ist okay, ja? Ich wollte dir noch was sagen, damit du vielleicht den Glauben an die Liebe zurückerlangst. Oh ja, das fände ich gut, Der mir wurde zugetragen, weil ich jetzt natürlich viele kleine Vögelchen da draußen habe, so ähnlich wie der von Game of Thrones, hätte so seine Vögelchen überall. Littlefinger, nee, das ist nicht Littlefinger, nein. Nee? Littlefinger ist der mit dem Puff. Nee, du meinst den Dicken, der mit der Glatze. Littlefinger ist der mit dem Puff, hast recht. Und der Dicke,
Ja, reicht Pfeife nach. Der googelt das, spricht das Wort ja. ein, damit das jetzt nicht so nervig ist, dass ihr jetzt so mitdenkt und auch nicht mehr wisst, wie das heißt. Pfeife googelt das später, wenn wir schon weg sind, spricht das jetzt ein. Wahres, der rätselhaft raffinierte Eunuch. Genau. Und da habe ich es also über meine Vögelchen, die auf gewisse Themen ja sich selber abrichten. Und die dann sagen, sie folgen diesem Nachrichtenstrom weiter. Und jetzt wurde mir zugetragen, der Sexschamane hat geheiratet. Nein! Ja. Und das ist ja noch nicht offiziell berichtet worden, ne? Na doch, da war jetzt niemand dabei. Also das hat schon jemand aus der Zeitung. Nein, aber ich habe es noch nicht mitbekommen. Aber das ist ja echt toll. Also das heißt, beim Sexschaman ist wieder praktisch ein anderer Wind. Ach, das ist ja herrlich, Mensch. Ja, der Sexschaman, hier ist ein Bild. Weil wir sind der offizielle Partner-Podcast vom Sexschaman. Aber jetzt darf er doch auch Sexschamane sein, oder weißt du, jetzt auch vor Gott oder was? Nein, vor der Ehe da als Sexschamane arbeiten. Was ist denn das für eine Art? Na, ich glaube, dass er seine Sexschamanie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Schamanismus muss er jetzt, glaube ich, so ein bisschen. Schamhanismus. Muss er ein bisschen mehr jetzt auf die Frau konzentrieren. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch so praktisch überall sein Werk verrichtet. Nein, er soll jetzt nur mit ihr Sexschamane sein. Ja, vor der Kirche. Ja, aber dann herzlichen Glückwunsch, lieber Sexschamane. Wir wissen ja, dir ist das Ganze ja ein bisschen an die Nierchen gegangen. Er hat es an den Nieren gehabt. Aber was hat er für eine geile Jacke an, sehe ich hier. Der hat so eine Art. Frank Schätzing Lederjacke? Nee, der hat so ein bisschen Spitze eingewebt in seinen Sakko hier. Der hat wie so eine kleine Bordüre hat er so praktisch auf Hüfthöhe. Ja. Vielleicht hat das auch was mit den Nieren zu tun, dass die besser belüftet werden. Aber das habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe letztens nachts ganz lange dieses Verkaufsfernsehen geguckt. Ich weiß nicht, QVC oder irgendwie sowas in der Art. Und da waren zwei so Herren, so um die 50, die haben Damenmode da verkauft. Mhm. Und das hat mich richtig begeistert. Das habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde geguckt. Die waren also sowas von begeistert, von den Klamotten, die dann da so, gab es auch so Models, die haben das dann gezeigt und so. Und die haben so schöne Formulierungen gehabt, wenn man so immer über dasselbe sprechen muss, und zwar eigentlich im Kreis. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Das ist ja ein Talent. Ne? Wie Verkäufer, die unten, teilweise gibt es die auch, die stehen dann so unten im Galeria Kaufhof mit dem Mikrofon und verkaufen da Schmuck oder Klamotten dann und so. Und da gibt es also Leute, die diese Klamotten nicht tragen, aber irgendwie ein Herz haben für die Frau um die 60 und genau wissen, was die wollen und also sowas von begeistert sind, als seien sie selber eine Frau um die 60. Sie sind aber Herren um die 50 und haben eine ganz andere Figur und tragen auch ganz andere Sachen. Finden die aber gut. Und die sind sowas von begeistert. Und dann, wenn die sich dann, manchmal hat man das Gefühl, die sehen es wirklich zum ersten Mal. Ne? Da kommen die also raus, diese Models, und man hat das Gefühl, der macht da richtig Freestyle gerade. Ne? Der improvisiert so ein bisschen auf dem rum, was er da gerade sieht. Und dann sagen die so Sätze, die man eigentlich immer sagen kann, die ich mir jetzt aber auch nehme, wenn mich jetzt mal jemand fragt, steht mir das und so, dass ich da so ein bisschen engagiert wirke, auch in meiner Reaktion darauf, ja, dass ich also wirklich wirke wie jemand, der wirklich helfen will, dann sage ich, weißt du, was ich toll finde an deinem Outfit? Dass da an der Seite nochmal so ein bisschen was passiert. Also was ich hieran toll finde, ist, dass an der Seite hier nochmal so ein bisschen was passiert. Ja, und was das heißt, da ist dann nochmal eine besondere Naht oder so. Ja, egal, das ist das berühmte, gewisse Nichts, was man da beschreibt. Ja. Da passiert ein bisschen was an der Seite. Und meinst du, dass die Damen, die das dann kaufen, dass die das deswegen kaufen, weil die Herren, die sie selber toll finden, da so begeistert von sind? Na, weil die einfach sagen, also hier, das ist irgendwie, das hat so den gewissen Pfiff, ne? Ja. Da passiert hier an der Seite was und der Schlitz hat ja auch gesagt, der Schlitz hier. Wissen Sie, wofür dieser Schlitz hier ist, meine lieben Damen und Herren hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Für die Sportivität. Ach. Der ist für die Sportivität, ist der Schlitz. Ja, und da fällt dann wieder der alte Klassiker ein, in der Bar zum Krokodil. Sie pfiff doch auf die Sittsamkeit und machte sich einen Schlitz ins Kleid. Ne, das ist auch so ein bisschen, da passiert ein bisschen was am Schlitz. Sehr gut. Passiert bei euch auch mal was am Schlitz? Nee, ich habe keinen Schlitz. Ja, ich bin Jeansträger. Ja, da passiert doch ein bisschen was in der Jeans. Ja, es kann sein, ja. Ich finde das toll, stell dich mal hin. Ja, falsch, stell ich mal. Ja? Also richtig toll, wie das. Oh, nein, ich habe so Dad Noises gemacht. Ich habe gemacht beim. Also, so, da stehe ich. Ja, ist aber richtig toll, wie das hier so ein bisschen so, dass das Bein. Ja, was da an der Seite auch passiert. Aber das ist eigentlich ein schwarzes Polo und eine graue Jeans. Ja, also, aber das steht ja ausgezeichnet. Ja? Ich finde, soll ich mich mal drehen? Ich finde, auch du kannst eine Prinzessin sein. Und du zeigst das toll. Ja. Wirklich. Okay. Ich finde, du hast das verdient, dich so anziehen zu dürfen. Das habe ich verdient. Du hast das verdient. Ich finde, jeder hat das verdient. Weil ich das bezahlen kann, oder? Ja, es ist umschmeicheln. Nein, also inhaltlich. Menschlich. Inhaltlich. Das sind alles Sachen, die da gesagt haben. Verdient. Man hat das verdient, sich auch so wohlzufühlen in den Sachen. Okay. Nee, weil da passiert richtig viel. Schön. Finde ich richtig schön, wie das so ein bisschen auch so dein Hinterteil ummantelt. Ja? Ja. Das ist sexy gewesen. Schmidt, nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Los? Was ist hier los? Das würde ich jetzt gar nicht ab, sondern es ist wirklich ein Versprechen auf den Sommer.
Kein Versprechen auf den Sommer, wie du hier aussiehst. Können wir nochmal über den Stinkefisch reden? Nein, bitte nicht. Ich muss ja sagen, ich bin hier heute mit Angst angereist, dieser Podcast aufzunehmen. Wirklich mit großer Angst. Ich will euch sagen, warum. Ich war in München letzte Woche und ich bin mir nichts hier nichts aus dem Hotel gestolpert, aus meinem kleinen Studentenbütchen da. Stolper ich so auf die Straße und da kommt ein junger Mann auf mich zu, Ende 40, und sagt und klärt mich darüber auf, dass er ein indischer Guru ist. Und ich muss wissen, dass man nur einmal im Leben einen indischen Guru trifft. Und da habe ich gesagt, wunderbar, ich habe Zeit, rein in das Erlebnis. Und dann ging es direkt auch weiter. Dann hat er mich angeschaut und hat sofort gesagt, dass ich ein unfassbar schlauer Mann bin und ihm deswegen aufgefallen bin. In dem Moment dachte ich schon mal, keep it going, dude. Und dann hat er praktisch weitergemacht. Hast nicht gedacht, ist mein Handy noch da? Tatsächlich. Und da komme ich gleich zu. Tatsächlich gab es einen Moment, wo ich kurz geguckt habe, ob Uhr und Portemonnaie noch da sind, muss ich wirklich sagen. Weil man ist ja auch als Deutscher so ekelhaft skeptisch. Wir sind ja immer alle so als Alm, wir sind immer so skeptisch und so skeptisch. Uns fehlt ja völlig die Mentalität, uns mal in die Zukunft blicken zu lassen. Und deswegen habe ich aber auch beschlossen von Anfang an, ich will diese Skepsis mal loswerden. Ich habe Urlaub, ich habe Zeit. Man ist skeptisch, niemand wenn einem erstmal eine komische Geschichte erzählt. Wenn irgendein Nein, der typisch deutsch. Wieder Klaas, wieder typisch deutsch, wie die typisch aber, deutsch. Ey, Jakob, ganz war kurz. Viel zu deutsch. Ja, stopp. Ist die Story jetzt, also ist das eine Pointe? Hast du dir die also nein, es ist echt alles passiert. Alles ist echt passiert. Es ist kein Witz. Wirklich echt passiert. Und das Verrückte ist, er hat ja zu mir gesagt, man trifft nur einmal einen Guru. Das und dann hast du FOMO, hast du Guru-FOMO pass auf, gekriegt. Exakt. Und es hat sicher auch was damit zu tun, gegen Ende muss man auch dafür bezahlen. Und diese Einmaligkeit muss ich, glaube ich, auch in den Preis wiederspielen. Da komme ich gleich zu. Und dann da komme ich gleich zu. Aber was ich vorwegnehmen kann. Ja. Und ihr merkt hier, alle Tricks des Storytellings wende ich jetzt schon mal. Ich nehme jetzt mal das Ende vorweg. Ich bin in eine Richtung gelaufen, weil ich so verwirrt war von dem, was er mir erzählt hat, bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Da war gar nicht das Café, wo ich hin wollte. Das heißt, ich musste wieder am Hotel vorbei zurücklaufen. Und dann habe ich geguckt, wo ist der Typ? Der hängt bestimmt am nächsten. Tatsächlich war er wie vom Erdboden verschwunden. Man trifft die ja nur einmal im Leben. Und ja, das stimmte schon mal. So, und jetzt komme ich darauf, warum ich hier heute mit Angst angereist bin, an diesen Tisch zu kommen, an deinen Campingtisch, Klaas, wo wir uns ja zu dritt gegenübersetzen. Er hat mir mit vielen Dingen muss ich auch sagen, die Augen geöffnet. Man muss sagen, er hat sehr, sehr ehrlich in die Zukunft geblickt, glaube ich. Also er hat mich nicht verschont. Das ist ja so, wenn man sich in die Zukunft blicken lässt, dann erfährt man Sachen, wann stirbt man, wo läuft's nicht, wann lernt man seine Liebe kennen, wann wird man reich. Und da sind natürlich auch unbequeme Wahrheiten dabei. Und so war es bei ihm auch. Die erste unbequeme Wahrheit war, ich sehe erstmal fantastisch aus, ich sehe super schlau aus. Und dann hat er mir direkt gesagt, ich werde, und da soll ich ruhig erstmal durchatmen, weil das jetzt vielleicht hart ist, das anzunehmen, zwischen 85 und 100 Jahren alt. Und da habe ich natürlich gesagt, aha, klingt erstmal sehr gut. Da liegt er schon mal aus dem Fenster. Der hat sich richtig aus dem Fenster gelegt. Dann hat er gesagt, ich sehe äußerst gesund aus. Unfassbar gesund. Hat er noch nie so gesehen. Und dann kam es aber wirklich faustdick. Dann hat er gesagt, im Juli werde ich Millionär. Hat er aber mal so gesehen, hat er an meiner Stirn gesehen. Hat immer wieder auf so einen ganz kleinen Zettel so Notizen gemacht und so kleine Pünktchen gemacht. Hat gesagt, im Juli werde ich Millionär. Und jetzt kommt's. Und dann hat er gesagt, es gibt nur eine Sache, da muss er mich vorwarnen. Aber dafür wäre es gut, für diese Warnung, wenn ich ihm jetzt schon mal einen Betrag geben würde. Und wie läuft das ab? Er hat wirklich gesagt, es ist alles kein Scherz. Er hat gesagt, sind Sie ein ganz armer Mann, ein mittelarmer Mann oder ein reicher Mann? Also, und hat er gesagt, im Juli Millionär. Aber ich frage es mal, sind Sie ein armer Mann, ein mittelarmer Mann oder ein reicher Mann? Und bei arm stand 70 Euro. Bei mittelarm stand 200 Euro und bei reich 400 Euro. Ich dachte noch, so wäre der schon gedacht, komm, gibst du irgendwie einen Zehner, dann ist der glücklich für 10 Jahre. Ne? Aber das hat er praktisch andere Ansprüche und hat immer wieder gesagt, im Juli Millionär. Und da habe ich gesagt, ich bin ein ganz armer Mann, ganz arm. Und dann habe ich dem erstmal 10 Euro gegeben. Und gesagt, hey, hier steht aber 70 Euro. Da habe ich gesagt, aber das hast du dir ausgedacht und ich gebe dir 10 Euro. Ja? Hat er das akzeptiert und hat gesagt, so, jetzt komm mal raus mit den schlechten Neuigkeiten. Und dann hat er wirklich gesagt, du bist ein Erfolgstyp, im Juli geht's richtig ab. Aber es gibt Leute in deinem nächsten Umfeld, die sind nach vorne und jetzt kommt etwas, was ich so auch noch nie gehört habe. Und da war klar, dass er ein echter Guru sein muss, aus Indien. Jetzt kriegen wir ein Problem, Thomas. Ja. Es gibt Leute in deinem direkten Umfeld, die sehen nach vorne freundlich aus. Ja.
Aber hintenrum, da tobt das wahre Böse. Naja. Da muss ich mich in Acht nehmen. So, ja. Und jetzt frage ich euch, ihr seht sehr freundlich aus, aber was tobt da im Hintergrund? Und da habe ich diese Nachricht auch in Empfang genommen und habe dann so, wollte das so abmoderieren, habe gesagt, ja Mensch, da kann man nichts machen, aber im Juli geht's ja rund und so, mal gucken. Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich im Juli im Urlaub bin und dass ich meistens, wenn ich im Urlaub bin, dass ich da wesentlich mehr Geld ausgebe, als reinkommt. Also ich glaube, da scheint irgendwie, da hat er was verwechselt. Muss ich sowieso, also da, also wenn er jetzt auch so Allgemeinplätze da so rumfließt. Na, ich fand schon sehr konkret. Sehr konkret, aber dann sollte er natürlich nicht unbedingt die Sommer Monate jetzt nehmen. Finde ich auch, weil also ja. Da geht auch nichts. Aber man trifft den ja nur einmal. Das ist das beste Geschäftsmodell. Du kannst den Leuten alles erzählen, du siehst sie ja nie wieder. Nee, vor allen Dingen nicht, wenn du dein Geld zurückhaben willst. Da siehst du den auch nie wieder. Also ich glaube, Millionär bin ich im August. Weil also Juli geht es eher immer ernst Minus. Ich hoffe jetzt auf den August. Ich glaube, da hat er sich getäuscht. Der kann aus Milliardären Millionäre machen. Ja, und vor allen Dingen Juli und August klingt auch so ähnlich, phonetisch, finde ich. Ja. Da hat er sich getäuscht. Jedenfalls ging es dann zum, habe ich gesagt, so, ja, jetzt ist ja auch mal gut. Dankeschön und so, ne? Und dann wollte ich gehen und dann sag ich, Moment mal, eine Sache habe ich noch. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin jetzt wirklich, es war ganz herrlich, sie zu treffen, wunderbar. Und dann gesagt, ja, dann kam er wieder mit diesem Ding. Und dann habe ich gesagt, ich gebe dem jetzt noch, ich wollte ihm noch mal 10 Euro geben, weil ich einfach wollte jetzt meine Ruhe und ich wollte auch, dass das eine nette Begegnung ist. Dann habe ich ihm 20 gegeben und gesagt, aber ob er mir 10 rausgeben. Und dann hat er gesagt, leider kann ich nicht 10 rausgeben. Nein, du hast ihm doch gerade 10 gegeben. Hatte ich ihm schon gegeben und die hat er sich dann wieder erinnert und hat gesagt, doch, jetzt gib mal. Hat er die 10 rausgegeben, hat sich dann zufrieden gegeben mit dem Geld. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt aber noch was und dafür soll ich noch mal bezahlen. Und dann habe ich zu ihm einen Satz gesagt und die fand ich irgendwie gut und habe gesagt, jetzt, lieber Herr, wäre es schön, wenn Sie mir helfen würden, mich unterstützen, ein höflicher Mann zu bleiben. Weil ich habe gesagt, ich war jetzt die ganze Zeit höflich, habe das alles angehört, das war auch sehr interessant, aber jetzt wäre es nett, wenn Sie mir helfen, ein höflicher Mann zu bleiben, weil sonst muss ich jetzt einfach gehen und Sie hier stehen lassen, das würde mir gar nicht gut tun und Ihnen auch nicht. Und dann hat er mich so lange angeguckt und hat gesagt, are you a poor man? Are you a rich man? Und dann sag ich, okay, jetzt reicht's und bin gegangen. Und so war's. Ja, ja. Ja, finde ich aber, also ja, ist irgendwie gut gelöst. Und ich finde auch für seinen ganzen, für sein Spektakel, was er da veranstaltet, finde ich, hat er das irgendwie auch verdient. Finde ich auch, aber das ist auch meine Ansicht. Für die Show, die er bietet, hat das voll verdient. Finde ich 20 Euro total gerechtfertigt. Ich habe schon oft 20 Euro ausgegeben für irgendwie Konzerte oder so, die weniger gut waren. Ja, das stimmt, da habe ich auch gedacht. Ja. Was auch noch kurios, er hat die ganze Zeit so indische Musik, lief die ganze Zeit und ich habe wirklich kurz gedacht, ob ich geisteskrank bin und die einfach nur höre. Aber in Wirklichkeit hat er, glaube ich, hat er sein iPhone einfach in der Hosentasche leise angehabt. Aber es gab mal bei Viva früher, da kam immer morgens um 8 immer so ein wahnsinnig betrunkener Inder auch immer rein. War der Guru? Nee, den habe ich persönlich nie getroffen, aber Esteban, der erste Mensch, den man da immer sah, wenn man reinkam, unten der Empfangschef. Schöne Grüße, der Esteban Garcia, hat mir dann von ihm berichtet. Und das war also so ein betrunkener Inder, der da reinkam, wochenlang, und immer behauptet hat, er sei mein Vater. Ach. Und er müsse erstmal mit mir reden. Ja. Und das hat man ihm aber nicht abgenommen, dass er mein Vater ist. Ja. Und deswegen kam er nie bis zu mir durch, ne? Weil die Leute gesagt haben, das glaube ich nicht, dass du der Vater bist von dem. Das kann ja, also ich denke nein. Das wäre ungewöhnlich. Ich denke nein. Ja. Ja. Aber habt ihr schon mal Erfahrung gemacht mit so Hellsehern? Wart ihr mal bei sowas? Würde euch das reizen und interessieren? Nee, also das Einzige war in Indien, da haben wir auch diverse Gurus getroffen. Ja, der eine, der mir ins T-Shirt geklettert ist, weiß das noch? Ja. Das war verrückt. Das war super verrückt. Da bin ich in Varanasi, in der heiligsten Stadt des Hinduismus. Und da ist wirklich was los, ne? Das kann man sagen. Also ich glaube, vielleicht habe ich auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, das ist wirklich ein absolutes Erlebnis. Also irgendwie So eine Mischung aus verschiedenen Eindrücken, die wir dort bekommen haben in dieser Stadt, habe ich in meinem ganzen Leben nie vorher und nie nachher bekommen. Überall wahnsinnig viele Menschen, alles wahnsinnig eng, direkt am Ganges. Dann gibt es hier eine religiöse, traditionelle, rituelle Begegnung, weil da irgendwelche Leute was machen und dann schwenkt einer hier irgendwas, wo der Rauch rauskommt und 2 Meter weiter verkauft jemand was, dann spielen da Kinder Fußball, dann lässt da einer einen Drachen steigen, dann werden dort gerade Leute beerdigt und Leichen verbrannt, während 5 Meter weiter jemand an der Straße Essen verkauft. Dann habe ich mich auf so eine Stufe da gesetzt und auf einmal merke ich so heißen Atem in meinem Nacken und drehe mich um und schaue einem Pferd ins Gesicht.
dann schaue ich oben auf das Dach und da klettern die Äffchen rum. Dann gibt es die... Die Kuh im Supermarkt, die Kuh, der Elefant auf der Straße. Also das klingt alles wie Kinderlieder. Ja, ja. Aber das war wirklich, also völlig verrückt. Man weiß gar nicht, wo man zuerst gucken soll. Und dann, aber irgendwie alles miteinander im Einklang. Also es scheint irgendwie alles ineinander zu greifen und alles funktioniert. Und ich gucke so und laufe da so rum. Und auf einmal merke ich irgendwas an meinem Rücken, also an meinem T-Shirt. Ich hatte ein weißes T-Shirt an. Und es war natürlich heiß und so, hab geschwitzt und so. Und ich drehe mich so um und merke, ich kann mich gar nicht so richtig umdrehen, weil da so einer irgendwie so dran ist an mir. Und ich denke, was ist denn das, ne? Und da war so ein ganz kleiner Opa, der war so eins, wirklich 1,30 groß oder so. Also so super klein. Aus meiner Perspektive klein. Ja. Und der war in meinem T-Shirt. Mhm. Der ist in mein T-Shirt rein. Warum zur Hölle? Wollte er sich kühlen oder? Nein, weil der sich, wie so ein Känguru-Baby, ist der da rein und hat dann mich massiert. Na? Ja. Was? Das war sein Ding. Also, persönlich. Wie hat er denn Halt gefunden? Also, hat er durch die Enge des T-Shirts, war er so an dich rangespannt oder was? Nein, der war irgendwie, ich stand ja noch und sowas. Und der ist dann da also reingeklettert in mein T-Shirt und das hat er so gedehnt. Das klingt jetzt komisch. Und dann hat er so angefangen, mich zu massieren. Nicht schlecht übrigens, muss man sagen, ne? So, und, aber ist es eine entspannende Situation, frage ich. Ja, ich dachte auch so ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Erlebnis. Los geht's. Ja. Ne? Also jetzt, was soll ich mich jetzt noch wenden? Nun ist er ja schon mal in meinem T-Shirt. Und jetzt lasse ich ihn auch. Ne? Und dann sind die anderen so vorgelaufen. Das ist ja da so ein bisschen, da gibt es dann die einzelnen Abstufungen da am Ganges. Ne? Kann man sich vielleicht als gemeiner Zuschauer, der eher auf den Balearen ist und nicht so oft in Indien, sich vorstellen wie die Ballermänner eigentlich. Ne? So ist das. So ist genau das, so war das. Genau so war das. Ne? So, da gibt es so verschiedene, so, naja, so Balnearios, die da den ganzen Ganges rumlaufen. Der ähnliche Knossi hat da was auf. Geführt, ne? So ist das, ne? Ungefähr, damit man ein Bild hat, als jemand, der noch nie da war und so. Ne? In der Schiffgold gesungen. Genau. Und dann war der da drin und dann hat er mich da und dann hat er mich so an den Schultern genommen und hat mich so runtergedrückt und habe ich mich einfach mitten auf der Straße auf den Boden gesetzt, da wo er das wollte. Ja. Und die anderen Leute sind so drumherum gelaufen und es war denen auch egal. Und ich hatte meinen Rucksack so in der Hand, so vor mir und er war in meinem T-Shirt und ist über mich noch so rübergeklettert. Und er hat dann, war dann in meinem T-Shirt, dann habe ich den Rucksack zur Seite, von vorne war der in meinem T-Shirt. Oh. Hat dann meinen Rücken massiert und das war ein Mann, der war bestimmt 70 Jahre alt. Aber wo hatte er seinen Kopf und wo hattest du deinen Kopf? Ja, wieso sie. Ihr habt euch da geeinigt, wie also beim Küssen, dass man so intuitiv weiß, wo man hin muss. Am Ende war das so wie eigentlich, als hätte ich zwei Köpfe, nur einer guckt nach hinten und einer nach vorne. Also der guckte irgendwann auch durchs Kopfloch des T-Shirts. Nur seine Hände waren weiterhin drin. Also es war von. Und, aber die anderen Leute haben sich nicht gewundert. Das macht er wohl öfter. Die Gänse, guck mal hier, da Roberto ist schon wieder ins T-Shirt geklettert, ja. Da hat er wieder einen erwischt. Ne? Und dann hat er mich da massiert, das war nicht schlecht. Und dann, ja, habe ich mich, weiß ich nicht, irgendwann war es vorbei. Da ist er praktisch wieder, ist er wieder raus aus mir, Schuhe wieder an. Und dann habe ich ihm, denke ich mal, Geld gegeben oder irgendwas. Und dann war das wieder vorbei. Ja, aber das ist so, kann man auch miteinander kommunizieren. Wenn man jetzt sagt, wir verstehen uns vielleicht jetzt sprachlich nicht so, aber auf der Handlungsebene können wir trotzdem was miteinander anfangen. Aber geht euch das, so ist es übrigens was typisch Deutsches, dass man eine ganz unbeschreibliche Angst kriegt, wenn man eine Dienstleistung empfängt oder Teil einer Dienstleistung ist, wo man den Preis vorher komplett, gar nicht kennt und auch gar nicht weiß, was wäre jetzt hier angemessen. Ich kenne Leute, die fliegen nicht nach Indien oder in solche Länder, in solche in Anführungszeichen, weil sie diese Unsicherheit fürchten. Dass man nicht weiß, was... Also, dass man nie weiß irgendwie, woran man ist. Es ist halt einfach... Schade, dass du nicht mehr weißt, was man dann gegeben hat. Oder ob der das konkret gesagt hat. Ich finde schon in den USA, finde ich schon anstrengend mit dem Trinkgeld. Also anstrengend, jetzt die Notwendigkeit ist ja klar. 10%. Aber ich glaube 20 sogar. 20. Ja, siehst du, da fängt es an. Da fängt es an. Und man hat immer ein schlechtes Gewissen. Immer. Ja, da kriegt man es aber irgendwie noch so raus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, in einer Welt, die von Grund auf anders ist als die eigene, ich glaube, darum geht's, ne? Dass man einfach da einfach steht und so gar keine Ahnung hat. Man hat eben keine Orientierung, das verunsichert einen und diese Verunsicherung, die kann man aufregend finden, weil man irgendwie denkt, naja, mal sehen, was so passiert. Aber es gibt natürlich auch Tage und Gefühlszustände, in denen man sein kann, in dem einem die Verunsicherung also keinen Spaß macht, weil es einem ein unangenehmes Gefühl macht und dem mag man dann vielleicht aus dem Weg gehen. Das ist es, glaube ich, ne? Man kann sich eben an nichts festhalten. Man kann nicht so seine Gewohnheiten abfahren und daran Halt finden. Und
Und das ist manchmal einfach anstrengend, wenn man die ganze Zeit denken muss, ne, weil nichts automatisiert läuft. Ich glaube, das liegt daran, also man sagt ja oft, dass schon seit Bowling for Columbine von Michael Moore, die Doku, wo es ja auch darum dreht, wie angstbesessen die USA ist und wie die Angst geschürt wird von den Sendern und von Fox News und Co. Überall lauern Einbrecher, überall muss man sich schwer bewaffnen, damit man durchs Leben kommt und die Familie ist in Gefahr. So, und bei uns ist, glaube ich, in Deutschland das Narrativ geprägt vom Urlaubstester. Das ist, wir sind das aufgewachsen mit so vielen... Man darf sich nicht übers Ohr hauen lassen, ja, ne? Ja, dieses, alles bei Stern-TV, ein Preistest nach dem anderen. Ist man, zahlt man da zu viel? Ja. Ist der Urlaub das wert? Wo wird man noch übers Ohr gehauen? Damit sind wir alle aufgewachsen und so gehen wir in Generation Urlaub. Schwarzlichtlampe. Ja. Aber es, genau das Gespräch hatte ich mit Basti beim Frühstück, unser lieber Kollege Basti, mit dem ich auch in Bayern unterwegs war, und wir haben uns darüber unterhalten, jetzt bei der Abreise, welchen Geldbetrag legt man für die Menschen hin, die das Zimmer reinigen und immer wieder fit machen jeden Tag, ne? Weil eigentlich, finde ich, gehört schon dazu, dass man denen noch ein bisschen was da lässt, wenn man abreist. Und dann ging es so darum, oder ist das zu viel, war so die Frage. Und dann hat Basti eigentlich ganz schlau gesagt, wieso soll ein Geldbetrag zu viel sein? Und es ist eigentlich doch eine interessante Beobachtung, dass man irgendwann sagt, nee, da, also warum sagt man, das ist zu viel? Können die dann mit dem Geld nicht umgehen, weil es zu viel ist? Jeder freut sich doch über das Geld. Es kann nicht zu viel sein. Und man muss da irgendwie daraus einen Betrag finden. Und so ist es, finde ich, eigentlich auch, was solche Gespräche kennen auch so aus, wenn man, keine Ahnung, nach Thailand fährt oder so, ne? Und man ist dann da, weiß nicht, mit so einem Dreirad abgeholt worden und so. Und dann ist genau das, was du sagst, Schmidt, dann hat man diese Urlaubstesterhaftigkeit, dass man dann wissen will, was ist jetzt in Ordnung dafür zu bezahlen. Und am Ende betuppen die einen um so umgerechnet um 3 Euro. Und man will ja auch kein Idiot sein. Ne? So ist es aber aber man ist doch eigentlich kein Idiot, wenn man ist dem komplett Typ, gefangen, Genau, wenn man mit dem Typ jetzt 3 Euro zu viel gegeben hat. Also ich muss sagen, in diese Falle laufe ich nicht. Das mache ich sehenden Auges. Ja. So immer überall zu viel. Ist, glaube ich, ist wenn mir das Spaß gemacht hat. Auch bei dem Typ, ich meine, das ist jetzt eine kuriose Situation, die man sich kaum vorstellen kann, selbst wenn ich sie beschreibe, ne, die ich gerade erzählt habe da. Aber es war ja irgendwie witzig, ne? Ja. Also das war ja schon mal was Besonderes. Also ich mochte jetzt auch nicht, ich musste den ganzen Tag dann noch weiter rumlaufen. Er hat ja auch seinen schweißigen Opa-Oberkörper da an mir da gerieben. Ne? Also geht ja nicht anders. Und natürlich hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, jetzt mal langsam mal eine Dusche zu nehmen. Und da musste ich auch noch den ganzen Tag da rummarschieren. Also er brauchte kein Öl praktisch, ne? Aber Jakob, ich möchte dir widersprechen, wenn du sagst, es gibt da nicht so viel. Mir ist es passiert, ich war in Namibia im Urlaub und da gibt es so kleine Hütten auf den Sanddünen und man guckt so in die Wüste, in die Kalahari rein und so. Es ist ganz traumhaft, ne? Dann saß ich da vor dieser Hütte, hab mir ein Bier gegönnt und so, ne? Und dann kommt eine Reinigungskraft von dieser Hütte. Und meinte, ja, sie muss hier jetzt da das alles mal sauber machen und so. Ob ich den Schlüssel hätte? Dann habe ich gesagt, ah ja, klar, ja, ja, hier ist der Schlüssel. Dann geht sie in die Hütte und macht da rum 2 Stunden. Ich habe weiter in den Sonnenuntergang geguckt. Dann komme ich in die Hütte rein und dann ist mir auch aufgefallen, dass an dem Schlüssel von der Hütte war auch der Schlüssel zum Tresor. Und in dem Tresor waren 1000 Euro, meine Urlaubskasse, die ich mir so als Bargeld mitgenommen habe. Ja. Und die waren dann nicht mehr da. Und da habe ich gedacht, das war ein bisschen viel. Hast du gesagt, aber doch Mühe zu viel Trinkgeld. Da war Mühe zu viel Trinkgeld. Gebe ich dir recht, Ach, Schmidti, jetzt stell dich nicht so an. Wirklich, meine Güte nochmal. Hast du es so überlebt? Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, hast du nicht auch deine Kamera als Trinkgeld auch noch mitgenommen? Nee, Gott sei Dank. Okay. Ist doch scheißegal. Leute, ich nehme ja oft zu Herzen, wenn ihr mich kritisiert, ne? Ihr sagt ja ab und zu, ich sollte mal wieder ins Freie gehen, in die Natur das gehen, stimmt. Ich sollte mal wieder was erleben, nicht nur hier, frische Luft gehen, nicht nur daddeln und so und mit den Echsen, blablabla. Ja. So, das habe ich mir am Wochenende auch vorgenommen, ne? Und ich habe ich hab mich da so langsam rangetastet an dieses Leben und habe dann bei RTL habe ich Rock am Ring geguckt, das ganze Wochenende über. Ja, gut. Moment mal, also Du bist zum Ring gefahren und warst immer mal draußen. Nein, er hat das im Fernsehen geguckt. Kannst du ganz prima im Fernsehen gucken. Also du hast alles, was du so, du willst ja die Bands sehen, deswegen fährt man ja dahin. Das kannst du dir einfach im Fernsehen angucken da. Ja. Vom Sofa aus.
Ja, aber normalerweise, man nimmt ein Zelt, man fährt dahin, da kommt so eine Urlaubsstimmung auf, dann macht man so einen Jägermeister-Strohhut und dann macht man aus so Tape, macht man so einen Tetrapack um seinen Bauch und dann ist so ganz lässig drauf und duscht nicht. Und weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du das wirklich machst, wie du es eben beschreibst, dann guckst du die ganze Zeit auf die Wetter-App und hast Angst, dass der Orkan kommt. Wenn du das auf dem Sofa machst, dann hoffst du, dass der Orkan kommt. Es kommt immer Orkan. Warum im Ring kommt immer Orkan? Irgendwann steht so. Es ist immer so, dass dann irgendwann Gewitter ist und irgendwer sich noch mit einer Eisenstange dahin stellt und lustige Instagram-Fotos macht, in der Hoffnung, da, und dann passiert es. Ne? Ja. Und es ist immer schlechtes Wetter oder sonst irgendwas ist und man kommt halt zurück und das eigene Zelt ist unter einem Berg Kacke vergraben. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, als da dieser Abpump-LKW hier explodiert ist. Das ist auch Rock am Ring. Aber ich habe überlegt, sollen wir nicht nächstes Jahr, also jetzt in die sogenannte Tüte gesprochen, sollen wir nicht nächstes Jahr die letzte Ausgabe Late Night Berlin einfach wieder bei Rock am Ring machen? Zum Beispiel. Bin ich voll für. Ja. Ach, echt, ja? Ja, machen wir eine Spezialausgabe und alle, die da singen, dürfen auch kommen. Oder sollen kommen, wenn die Bock haben. Ja, warum nicht, ja. Können wir das nicht machen? Irgendwo so da, wo das schön ist, dass wir dann also einen Tag dann da sind und dann machen wir da so praktisch den Abschluss. Ja, können wir machen. Ich habe aber gemerkt, das war auch eine bittersüße Erfahrung, Rock am Ring, weil es ist halt unfassbar krass zu sehen, dass eigentlich ein ganzes Musikgenre ist ausgestorben. Welches? Ja, im Grunde so Rock Alternative. Mhm. Gibt's nicht mehr. Gibt's und das hat zur Folge, dass da nur noch Leute sind. Flake von Rammstein hat das in einem Interview gerade sehr gut erzählt. Das war mir auch gar nicht so bewusst, aber meinte, sie hatten Riesenprobleme damit, als Rammstein zu sagen, wir sind jetzt eine Stadionband. Weil im Stadion spielen nur Bands, die den Zenit hinter sich haben. Die den Zenit überschritten haben. Ja. Da singen eigentlich nur die, die nochmal auf Abschiedstournee nochmal das richtige Geld von der ganzen Welt rein. Da muss es alles möglichst groß. 80.000 ins Stadion, Guns N' Roses, Rolling Stones, bitte jetzt alle nochmal zahlen, dann gehen wir endgültig in Rente. Und so, das sind eigentlich die einzigen Bands. Also der meinte, sowas wie keine Ramones hat man selten im Stadion gesehen. Die White Stripes waren auch nicht eine Stadionband, die vor 80.000 gespielt haben. So, ne? Und bei Rock am Ring ist es halt noch krasser, weil man merkt, es sind eigentlich nur noch Bands, die Anfang der 2000er, in den 90ern ultra huge waren. Offspring, Green Day, keine Ahnung, Deftones und so. Also alles, die hat man mal geliebt oder die habe ich mal geliebt. Und du siehst aber jetzt nur noch Leute, die das wirklich eigentlich schon 20 Jahre hinter sich gelassen haben. Und da unterscheidet sich, da nenne ich jetzt keinen Namen, aber da gibt es halt die Tragik, sieht man daran, es gibt Bands, die sind sehr gut gealtert, weil sie irgendwie eine neutrale Kleidung, ein neutrales Image verfolgt haben oder das sogar übertrieben haben, wie zum Beispiel Slipknot, die ihr Leben lang mit Masken und als Killer-Clowns und was auch immer über die Bühne, die können das mit 70 noch machen, weil keiner ihre Gesichter so richtig vor Augen hat und es irgendwie so eine Show ist, dass das nicht wehtut. Aber wehtut es bei Offspring, jetzt habe ich es doch gesagt, aber wenn man so sieht, dass Leute aus ihrer Punk-Klamotten und aus ihren Frisuren so ein bisschen eigentlich rausgewachsen sind und die aber immer noch genauso auftragen, weil es zu ihrem Markenzeichen gehört, die sind aber, also die sind halt auch 20 Jahre älter geworden. Ja, dann lieber so ein richtiges Kostüm wie Kiss oder so. Das ist konsequenter. Ja. Ich glaube, das Interessante, die Bands, die man vielleicht früher verlacht hatte dafür, dass sie sich so verkleidet haben, also so richtig verkleidet, die fahren jetzt auf lange Sicht besser, weil sie einfach eine Show aufführen. Weißt du, bei die wem anderen auch? Sind Punks. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Weißt du, bei wem das gut funktioniert, habe ich auch gedacht, weil bei, ich glaube auch Rock am Ring war ja auch dann nochmal als großer Headliner, waren ja Scooter da, ne? Ja. So, und die haben einfach, das hat funktioniert, ne? Das ist natürlich Folklore, weiß ich. Und es ist so ein bisschen wie das Feuerwehrorchester bei Wacken. Ja. Wenn dann Scooter nochmal spielen, aber ist ja egal, ne? Warum die Leute gute Laune haben, ist ja erstmal wurscht. So. Die Ironie, die hört man nicht mehr bei der Lautstärke. Das heißt, die stehen dann da auf der Bühne. Und da habe ich auch nochmal so gedacht, bei HP ist es ja so, der hat einen echt guten Look sich auch ausgedacht, ähnlich wie Kiss eigentlich. Mhm. Weil der irgendwann vor 20 Jahren sich entschieden hat für einen Style, der damals schon nicht am Zahn der Zeit sich orientiert hat und das heute immer noch nicht macht und der auch nie den Anspruch hatte, dass man in der Zeit, in der man das hat, jetzt
praktisch für den Mainstream, der so drüber war, besonders gut aussieht, sondern so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da hat er sich einen sehr praktischen Style zugelegt, der sehr gut wiederherstellbar ist. Der ist gut konservierbar. Dieser Stil, nämlich die Augenbrauen, es ist praktisch eigentlich wie ein Lehrbuch. Es ist wie so ein, also wenn man jetzt eine Showbibel hätte für Scooter, wenn man jetzt praktisch das Format Scooter ins Ausland verkaufen würde, müsste man ja die Regeln und alles, ne, wenn man jetzt eine Show ins Ausland verkauft, dann kriegt man eine Showbibel, da steht dann genau drin, wie man das zu produzieren hat woanders. Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt hier Scooter in der Schweiz und da wird das jetzt aufgeführt und dann suchen uns die Leute, könnte man ganz genau einen DIN A4-Zettel machen, wie man sich den HP zu machen hat. So sind die Augenbrauen, so sind die Haare, so ist der Körper, so sind die Klamotten, so ist der Schmuck. Und das kannst du machen, bis du 100 bist. Aber sieht immer gleich aus. Aber Schmidt, meinst du, diese Offspring-Jungs, dass die normal mit so einem Pulli und einer Korthose gekommen sind, dann haben die sich in die Klamotten reingedrückt? Ja. Oder? Naja, oder haben die auch privat an? Was haben die für ein Vibe gehabt? Einen fand ich sehr tragisch, der hatte so eine, hatte er auch vor 20 Jahren schon so eine Stinktierfrisur. Das klingt jetzt despektierlicher, als im, die war aber so halb, die war halt halb weiß, dann schwarz, dann wieder weiß. Ja. Und ich weiß noch, die hatte er noch, als das noch junge Hüpfer waren. So. Und die hat er heute auch noch. Also der kann sich gar nicht umziehen. Es gibt Leute, die hat man auf der Bühne gesehen, umziehen. Da wusste man, aha, der macht sich die Frisur nach unten oder irgendwie der kämmt sich da und dann wird man den am Flughafen oder so nicht erkennen. Aber es war wirklich, wie du sagst, man guckt sich Green Day an und man hat die ganze Zeit nur überlegt, wie läuft der wohl im Privaten rum? Wie ist der? Ah, der hat einen guten Style gewählt, der kann immer wieder raus aus seiner Verkleidung. Und bei denen, das ist halt, Ich bin ja Fan von Bühnenoutfits. Wir waren ja auch am Wochenende, waren wir bei Rammstein. Ja. Und haben da auch die Bühnenoutfits eben gesehen als Teil der Gesamtinszenierung. Und da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man jetzt sagt, ach Mensch, ein toller Rammstein-Song, den höre ich mir auch mal im Auto an. So ist es ja nicht. Ja, doch, schon auch. Ja. Der ernsthaft, ja, höre ich schon im Auto. Ja, ich nicht. Gerade im Auto kann man super Rammstein hören. Bei mir überhaupt nicht. Ja. Sondern für mich funktioniert es wirklich nur als Gesamteindruck. Und da spielt eben all das eine riesengroße Rolle für mich. Also ich finde da die Outfits und die Inszenierung und dieser Mikrofonständer, der immer so von oben nach unten geht oder das Laufband von Flake oder eben der Feuerrucksack von Till Lindemann ist mir da genauso wichtig wie diese brachiale, brutalistische Musik. Ne? Das ist ja dieser Gesamteindruck und dann knallt's und dann brennt's und dann raucht's. Ja. Und da muss ich sagen, ist es für mich, genau wie ich im Theater sitzen würde und denken würde, ja, da gibt es ja auch dann bei der Premiere, kommt dann irgendwann auch der Kostümbildner raus, bei großen Produktionen, wo das wichtig war innerhalb der Inszenierung, kriegt dann nochmal einen einzelnen Applaus. Dann kommt auch der Bühnenbildner raus, kriegt auch einen einzelnen Applaus. Und insofern finde ich das als Dinge, die, also ich freue mich immer über etwas, was auf einer Bühne stattfindet, wo man das Gefühl hat, das ist für diese Bühne gemacht und es ist irgendwie so eine Art Aufführung. Ja. Und das da will es ja nicht jemand, dass jemand in der privaten Jogginghose da steht. Ne? Genau, es sei denn, die Haltung, die Atmosphäre, die Behauptung der privaten Jogginghose ist Teil der Inszenierung. Ah, ja, gibt's ja auch, ne? So. Mhm. Ne? Dass diese besondere achtlose Schluffigkeit, dass die irgendwie auch so ein bisschen Teil ist. Denn das gibt's ja jetzt auch gerade bei vielen jungen Musikern, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so, die haben eigentlich keinen Bock. Und das gehört natürlich zur kompletten Haltung. Ja. Und dann finde ich es auch wieder okay, weil das auch so ein bisschen Ausdruck ist einer Generation, die eben Lust hat, sowas auszustrahlen. Und dann finde ich das auch wieder wertvoll. Aber man muss das Gefühl haben, hier wird mir was gezeigt, wo ich als Publikum auch das Gefühl habe, ja, das ist gut, dass ich hier Publikum bin und die da oben da Kunst machen. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, egal. Aber das ist jetzt etwas, wo es total okay ist, die machen das, wenn die fertig sind, kriegen die Applaus. So ist der Vertrag schon immer gewesen. Und wenn man aufhört, diesen Vertrag zu haben und im Prinzip kann jeder von uns da oben stehen und die berühmten 50 Minutes Fame und so, ne, das gibt's ja auch immer mal wieder mehr, ne, dass dann mittlerweile wird praktisch das private Menschsein, nämlich Reality und so, wird ja wieder durch die Hintertür zur Kunstform, weil das ja wiederum jetzt eine Rolle wird, die auch wiederum so eine Art Produkt jetzt langsam zu werden scheint. Und es gab so einen kurzen Moment, wo die tatsächliche Privatheit interessant war, wo es auch am spannendsten war. Und jetzt wird das ja wieder so etwas. Und das finde ich immer gut und nachvollziehbar. Insofern freue ich mich über Flakes goldenen Anzug, weil ich mich totlache, wie der aussieht. Ja. Und er findet das selber auch witzig.
Und das weiß ich. Also das nehme ich mal an, dass der sich da so eine goldene Pilotenmütze, die setzt man sich auf und denkt, ach ja, sieht ja schön blöd aus, los geht's. Weil es ist immer so ein Jumpsuit, ne? Zu einem Reißverschluss. Ja, ja. Naja, und dann hat er so vorne so reflektierende, goldene, kleine, so große Pailletten drauf und so. Und aber überhaupt, also auch dieses Koch-Outfit von Tillinger. Wollte gerade fragen, so. Kam er wieder in den Kochtopf? Ja, ja. Der Flagge? Ja, ja. Wurde gegrillt. Der wurde sehr wieder gut. Angezündet, so, und das gehört einfach dazu. Und es ist halt dann doch schon. Ja, das ist auch Folklore. Ne? Ja. Es ist einfach, man weiß, es passiert irgendwann und anzünden. Gab es einen Riesenpimmel? Ja, klar. Gab es ein Schlauchboot über die Menge? Ja. Gab es Raketen? Ja. Geil. Alles. Oh, es war dieselbe Tour, mehr oder weniger, die 2019 fortgeführt werden sollte, aber da kam was dazwischen. Also und genauso die haben gut. Einfach genauso gut das nochmal aufgeführt. Ja, schwarzes Konfetti und es ist ja einfach bloß am Ende doch nur Konfetti. Ja. Aber regt man sich dann da auf. Aber halt schwarzes Konfetti, naja, das ist ja was, ne? Schwarzes Konfetti, die scheinen ja wohl verrückt zu sein. Die sind also auch verrückt, das ist doch wirklich ja, geil. Ja, natürlich sind die verrückt, aber trotzdem Wahnsinn. Ist es auch einfach nur Pyrotechnik. Nein, weil da hat sich, glaube ich, das verwechselst du. Ich habe dich da nämlich auch angeguckt und musste lachen, aber nicht wegen dem schwarzen Konfetti, sondern weil Till Lindemann ganz lieblich von einer Puppe singt, die er hat, und dann sagt er, er reißt ja den Kopf ab, er scheißt da in den Hals sozusagen und dann sagt er den Satz, es geht mir nicht gut. Das fand ich lustig und nicht der schwarze Konfetti. Nein, ich weiß, aber trotzdem so, dass man dann trotzdem dann am Ende doch wieder bei schwarzem Konfetti landet, das wenn man stimmt. Sagt, wie inszenieren wir das denn jetzt? Ja, da soll es hier ein bisschen brennen und da ein bisschen brennen. Also viel mehr kommt dann ja auch nicht. Ne? Es ist, am Ende ist es brennster wie im Europapark. Ja, ne? Also die haben dann auch, die googeln auch nur mit Google, sag ich mal. Weiß ich, ob er denen so gerecht wird. Ich will noch kurz einmal einstehen für meinen lieben Freund Kai Pflaume, dem großes Unrecht widerfahren ist. Jetzt denn schon wieder? Ja, du, pass auf, wir haben zusammen Sport gemacht. Und danach, ja, das habt ihr gemacht? Wir haben zusammen Sport gemacht, ja. Ja, der Kai hat mir nochmal so Tipps gegeben, wie ich irgendwann, bis Ende des Jahres, hoffe ich ja immer noch auf den ersten Klimmzug. Also ich hoffe, dass irgendwann ich den ersten Muskel begrüßen kann. Mache ich auch eine große Party für den, wenn er kommt. Und dann erwarte ich praktisch von mir, dass ich einen Klimmzug irgendwie schaffe. Ich bin auf dem Wege. Und da hat Kai mir nur so ein paar Tricks gesagt und erklärt. Und dann haben wir so ein Foto gemacht und auf diesem Foto wurde ihm vorgeworfen, dass er seinen Bizeps gefotoshoppt hat. Und da war ich ja nun mal dabei bei dem Foto. Und ich kann euch sagen, Kai Pflaume hat einen Bizeps, der ist groß wie meine Oberschenkel. Kai Pflaume hat einen riesigen Bizeps. Und der Bizeps, so wie auf dem Foto ist, das sieht nur so aus. Und ich finde es richtig gemein, wie ihm Unrecht getan wird. Als ob Kai Pflaume sich da hinsetzt noch mit so einem Apple-Pencil und dann da so rumphotoshoppt und so friemelt. Und macht. Also wir halten ihn alle tief in unserem Herzen. Aber würde er nicht machen. Ich war dabei, wir haben das Foto gemacht, zack, ging das online. Da verstreicht er auch keine Zeit, da bearbeitet er immer nicht. Also will ich einfach nur sagen, das ist Kais Bizeps. Der Herr ist mein Hirte, Gott ist mein Zeuge und ich bin sein Zeuge im Grunde. Ja, ja. Das wolltest du jetzt noch klarstellen. Ja, Statement, Richtigstellung. Willst du noch erzählen, was die leckersten Macarons in Paris waren? Pass auf, ich war ja vor 3-4 Wochen in Paris und da habe ich das Leckerste. Also ich freue mich wirklich, dass ihr hier heute mit mir diese Ausgabe. Ich habe das Leckerste gegessen. Warte doch mal ganz kurz, ich muss auch kurz was sagen. Ja. Das, bis gleich dran. Okay. Also ich freue mich über diese Folge Baywatch Berlin Summer Breeze und schön, dass ihr da wart. War und heute schön, mal entspannt. Das heute also neben entspannt. Der Galerie Lafayette. Und, warte ganz kurz, ich bin gleich da. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen schönen Sommer. Und, da gibt es so eine rote Markise. Und wenn du man kannst da dich nicht jedes Mal jetzt rein. Ich muss das einmal bis zu Ende bringen. Ja. Und dann kannst du das alles erzählen und dann geht das weiter. Der Sommer ist also offiziell immer noch im Gange. Nächste Woche sind wir wieder da mit Baywatch Berlin Summer Breeze. Und bis dahin sage ich alles Liebe, alles Gute. Danke. Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.